Servus Leute und willkommen zurück in Kyrat bei Far Cry 4. Also wir müssen die Blur nach draußen tragen. Und das könnte nämlich ein bisschen problematisch werden. Weil ich nur die halt Seitenhandwaffe ja nur die Shot, halt die richtige Munitionswaffe, Sprengwaffe habe. Dann soll ich einfach raushauen, oder was? Scheiße, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, da runterhauen. Hey! Eh halt, um zu suchen. Das will ich ja gar nicht. Wo ist denn, wo habe ich denn jetzt die Leiche hingehaut? Super, ich bin blöd. Ich habe die genau in den Haufen da reingehaut, dass ich den nicht aufnehmen kann. Was? 94 Meter? Das ist aber jetzt nicht der Ernst, oder? Wie soll ich denn da vorbeikommen bei den Leuten? Ich habe ja nicht leer geräumt. Das geht sicher nicht. Das geht unmöglich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, darf ich schon schießen? Weil jetzt ist ja eigentlich wurscht, weil getötet habe ich ihn mir schon. Aber nur mit der Waffe ist halt ein bisschen heftig. Töte keine unschuldigen Zivilisten. Scheiße, da war noch einer. Ja, jetzt ist mir egal, ob ich Wirbel mache oder was. Auf einmal. Aber die falsche Seitenwaffe habe ich. Eindeutig. So, wo ist der Typ? Scheiße, den habe ich nicht getroffen. Haben in die Luft gejagt. Ich weide dich aus. Kommt. Ich schneide dich in kleine Schultern. Also ich höre zwar kaum was. Und ich hoffe, dass ich da hinten irgendwie vorbeikomme. Komm, Greta, da. Treffen tue ich schon, aber. Komm da jetzt nicht mehr rauf. Ist natürlich voll für ein Hugo. Geile Explosion aber. Das bedeutet, ich muss da jetzt vorgehen. Das bringt nichts anderes. So ein Dreck, ich habe da bald keine Munition mehr. So, da hinten ist eine Kiste, die wir haben. Die halten wir auch noch so nebenbei. Perfekt. Ich glaube, ich habe den getroffen, aber ich habe nur mehr 3 Schuss. Ah, da war ja, waren ja überall Munitionslager, wenn ich jetzt wüsste, wo die waren. Dazwischen am Weg. Wenn nur mit der Waffe, puh. Also ich könnte noch Handgranaten, hätte ich noch und 5 Molotov-Cocktails. Hauen wir mal da runter einen. Hauen wir da vor einen. Noch einen gleich. Einen haben wir da runter noch. Einen haben wir da hintere. Dann holen wir sich noch ein kleines Viech dazu. Eine Handgranate ist, glaube ich, ganz gut. Scheiße, nichts umgebracht. Das ist halt jetzt gerade ein bisschen ein Scheiß, weil ich könnte natürlich die Leiche runterhauen und dann. Kann ich eigentlich nochmal schießen? So, das war's aber jetzt. Deswegen werden wir jetzt kurz mal die Leiche da runterhauen. Es gibt keinen Ausweg. Junge. Und den werden wir auch gleich umbringen. Jetzt ist mir schon egal. Wo ist der eine? Komm raus! Lass mich so, holen wir die Leiche wieder, die lassen wir jetzt einfach fallen. Ist mir ja vollkommen wurscht, ob der, ob ich da die. Mit der Waffe kannst du sowieso nichts mehr looten. Halt kannst du sowieso keinen, habe ich eh keine Schuss mehr frei.
Ich hoffe, da ist keiner mehr gewesen. Ah, da schaut da alles ziemlich tot aus. Ich glaube, wir müssen ihn in den Kofferraum laden. So, bevor wir da aber rausgehen, da hinten war normalerweise genau in den Kofferraum und dann können wir wegfahren. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich weiß nicht, für was wir über die Leiche mitbrauchen. Jetzt haben wir auch wieder Schuss ein paar zur Verfügung. Da war vorher auch das Tor noch zu, schön. Endlich haben wir die Mission. Glaube ich, ja, geschafft ist sie noch nicht, aber zumindest einmal sehr weit geschafft. Da ist ihm die Hand gebrochen, ist ja wurscht. So, dann fahren wir da raus. Kein Problem. Seht da, der Sata. Lässt dich grüßen. Nur. Nur? Ich habe keine Waffe, ich habe keine Munition mehr. Das ist natürlich voll für den Arsch. Ja, lass einfach die Fahrhilfe da mal fahren. Glaubt sie tatsächlich noch, wir machen sowieso jetzt gerade nichts. Ja, ich fahre mal selber, dass wir ein bisschen schneller fahren. So, hinab da. Auf geht's zum goldenen Pfad. So einen haben wir umgebracht. Die schießen sowieso nicht. Ich hab keine Munition. Halt. Wurscht. Geh halt die Fresse, Paul. Genau, ja. Das interessiert wen? So, ich bin hier. Die Musik war nicht schlecht dazu. Er lebt noch. Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende Wilde, lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche. Ich brauche mein Handy, Mann. AJ, bitte, bitte, ich brauche mein Handy. Lass mich los, ihr Pavian, Ärsche. Ashley, Ashley, Baby, Daddy ist hier. Seine kleine Tochter wird ihn jetzt länger nicht sehen. Eigentlich bin ich nicht so gemein, danke, aber... Danke, AJ. Ja. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Ja, unter der Erde. Ich kenne euch ja schon, meine Lieblingsfreunde vom Goldenen Pfad. Endlich haben wir es geschafft. Stadt der Schmerzen abgeschlossen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich den Scheiß mehr irgendwie schaffe. So richtig, das war so richtig hart für mich. Weiß nicht, keine Ahnung. So, wo war da jetzt das Grüne? Die Heilpflanze nämlich. So. Wir sollen wohin? Oh, na komm, geh mal raus da. Wir können irgendwelche Fähigkeiten natürlich vergeben wieder. Wir haben einen Haufen Fähigkeitspunkte, aber können da nichts vergeben. Achso, ja, warte mal, Karma-Boost. Deine Karma-Belohnung um zu steigern. Bla bla, lernen die fertigen Wichser, der Spritz um 5 Sekunden zu verlängern. Okay, du benötigst das. Ja, okay, wir brauchen das davor, habe ich mir fast gedacht. So, Kirsten, nur viele Effektive, das machen wir auf jeden Fall. Was haben wir da? Du erleidest weniger Schaden beim Fallen, das ist auch nicht schlecht für uns. Du kannst endlos sprinten, in der Hocke bewegst du dich auch schneller. Das ist auch geil. Auf jeden Fall. So, wir hätten noch 10 Punkte. Können wir noch irgendwo? Was ist das? Schattenmann entdeckt und bla bla bla, ist unnötig. So, ich würde sagen, wir müssen. Ich habe jetzt irgendwas. Achso, da müssen wir hin. Ja, die Fabrik. Aber wir sind da jetzt eigentlich da herunten. Und ich würde sagen, wir gehen. Machen wir gleich weiter. Ja, eigentlich wäre das das Sinnvollste. Also ab ins Auto, das was sie da gegen die Wand gefahren haben. Obwohl wir müssten, kurz bevor wir jetzt, wir sollten zuerst noch, wir könnten da herüben, wir brauchen unbedingt eigentlich. Ich war jetzt in Amerika. Ich habe die Schwari gefunden, konnte mich aber nicht überwinden, sie zu besuchen. Nicht nach all den Jahren. Solche Entscheidung bereut man immer, wenn die Leute sterben. Jedenfalls war ich mit Deplur dort oder eher mit Paul Harmon. Er lud mich zu sich ein, um deine Familie und deine andere Seite kennenzulernen. Es war unglaublich, den Mann hinter dem Mann zu sehen. Paul,
den liebenden Ehemann und Vater. Ich war genauso neidisch, wie es mich für ihn freute. Wir gingen zu einer Schulaufführung mit seiner Tochter und da waren sie. Ashley, das Licht seines Lebens. Er hatte Tränen. Will er mal jetzt schlechtes Gewissen machen, so wie es ausschaut? Da kam ich ins Grübeln. Was, wenn ich die Schwari gefolgt wäre? Was, wenn du dich durch ein Klavierkonzert gestümpert hättest, während ich dich durch einen Tränenschleier im Sucher sehe und wertvollen Moment festhalte? Hört sich fast so an. Trifft einen immer, wenn es zu spät ist, AJ. Ja, halt die Fresse, ist mir wurscht. So, schauen wir mal zum goldenen Pfad hin, was uns zu sagen hat. Also zumindest ist das goldene Pfad-Symbol, soweit ich weiß. Wir werden jetzt ein bisschen Missionen weitermachen, weil wir so viel nebenbei eh nicht mehr machen können. Wir müssen zur Karma Level 6 werden, dann können wir sich nämlich den Schredder holen und ja, einen Haufen Nebenmissionen müssen wir machen. Hey! Autofahren ist nicht meins und die Musik ist ein Horror einfach. So, wir werden da kurz stehen bleiben. Du fährst mich bitte nicht, weil ich brauche dich. Danke, die MP5, die F1, die U100, die Nitro, die Canon, die 1911, die Armbrust, aber das wollte ich alles nicht. Verkaufen, machen wir schnell verkaufen. Danke sehr, zack, zack, zack. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich hier mit der nächsten Mission vom Goldenen Pfad. Aber ich weiß nicht, wo man jetzt immer die andere als Hauptwaffe hat. Muss man nicht verstehen, ist aber nicht so schlimm. So, na, kletter hinauf. Na. Junge, da denkst du manchmal, wieso rupfst du nicht auf? So, dann da hinein. Und schauen wir mal, was hier passiert. Amita. Beim Goldenen Pfad. Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger, eine Kurati wie die, aber die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Ich glaube schon. Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich... Arbeitet doch zusammen. Etwas übersehen. Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde ja zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ach Gott. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Das weiß ich nicht. Ich bin ja gegen Drogen. Aber sie ist ja schon eine Nette. Entweder Sabal oder sie. Wir werden aber... Na? Kann ich mit dir nicht reden? Um das Angebot anzuhören. Hören wir sich nochmal das Angebot von ihr an. Ich bin dabei. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Du musst nur Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ... Pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. Okay, okay, okay. So, ich habe noch nicht angenommen, oder? Oder hat er mir das so... So, wir werden das mal abbrechen. Und dann werden wir uns noch sich anhören, was Sabal zu sagen hat. Sabal, bitte hör uns auch. Sag uns auch, was du davon hältst. Sabal. Amita hat mir von der Ziegelfabrik erzählt. Und ich wette, sie hat sich bei dir ausgeheult. Hat sie dir die traurige Geschichte erzählt, dass sie die erste Frau beim Goldenen Pfad sei? Hat sie bei mir auch versucht. Aber du fällst nicht darauf rein, oder, Bruder? Dieses Heroin ist pures Gift. So einfach ist das. Erledige nur als Männer und zerstöre die Fabrik. Ende vom Lied. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich will ich keinen Drogenhandel. Und ich weiß jetzt wirklich gerade nicht, ob ich es nehmen soll. Es wurde gefragt, stimmt, das werde ich jetzt gleich noch machen, weil jetzt haben wir gerade noch so viel Zeit. Es war nämlich die Bitte, dass ich den Mörser mal benutze.
beziehungsweise den Napalmbombenwerfer-Dingsbums. Und wie das aussieht, das werden wir natürlich jetzt gerade gleich mal machen. So, wir können das benutzen. Ja. Zielen. Ah, okay. Es ist halt ziemlich schwer zu zielen, muss ich ehrlich sagen, man sieht genau gar nichts. Okay. Cool. Coole Sache auf jeden Fall. Ob wir jetzt Amitas oder Sabals Mission machen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir werden uns aber das nicht mehr heute ansehen, sondern erst im nächsten Part, wenn es wieder weitergeht, hier bei Far Cry 4. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.